Die heilige Elisabeth von Thüringen und ihre Lebensbeschreibung dürfen beispiellos genannt werden für eine Heilige des Spätmittelalters. Denn von ihr sind nicht nur hagiografische Quellen überliefert, wie in der Legenda Aurea des Jacobus de Voragine, im Passional, das wir im Folgenden näher betrachten werden, die Summa Vita in ihres Beichtvaters Konrad von Marburg und die rezeptionsgeschichtlich wirkmächtigste Lebensbeschreibung Elisabeths von Dietrich von Apolda, sondern darüber hinaus Dokumente, darunter Befragungsprotokolle, Zeugenaussagen, Gutachten und so weiter rund um Elisabeths Kanonisierungsprozess, der schon im gleichen Jahr ihres Todes einsetzte. Der Verfasser des Passionals, das in 108 Handschriften und Fragmenten überliefert ist und aus dem 13. Jahrhundert stammt, hat wahrscheinlich auch das mittelhochdeutsche Väterbuch für die Deutschordensgemeinschaft verantwortet. Das Passional ist in poetisch etwas anspruchsvollerer Form etwa zeitgleich oder kurze Zeit nach dem Väterbuch entstanden. Seine Hauptquelle ist die Legenda Aurea Jacobus de Voragine, dessen Kenntnis bereits neben den Vitas Patrum und den Apophthegmata für das Väterbuch vorauszusetzen ist. Das Passional besteht aus drei Büchern. Das erste Buch enthält ein Marienleben, ein Leben Jesu sowie eine Passionsgeschichte. Das zweite Buch sammelt die Legenden der Apostel und das dritte die Legenden der Heiligen. Geordnet sind die Texte nach dem liturgischen Jahreskalender, beginnend also mit dem 6. Dezember, dem Todestag des heiligen Nikolaus von Myra. Für die Elisabeth-Legende schöpfte der Dichter gerade nicht, wie etwa für die Antonius-Legende aus der Legenda Aurea, sondern aus Konrads von Marburg Summa Vitae sowie den sogenannten Libellus Dedictus Quatuor Aquilarum Confectus, dem Büchlein der Aussagen der vier Dienerinnen. Dieser Libellus enthält die Zeugenaussagen der sogenannten vier Dienerinnen Elisabeths, die jeweils mehrere Jahre ihres Lebens begleiteten. Guda lebte bereits mit 5 Jahren mit der fast gleichaltrigen Elisabeth zusammen und wurde später eine ihrer Hofdamen. Isentrud von Hörselgau, eine adlige Frau aus einer thüringischen ministerialen Familie, wurde Elisabeths Vertraute, als diese 14-jährig an den Thüringer Hof kam, sowie die Frauen Elisabeth und Irmgard, die gemeinsam mit der Landgräfin im Marburger Spital arbeiteten. Aber nicht nur die besondere Quellenlage lässt Elisabeth als Heilige herausstechen, sondern ihr Hintergrund des weltlichen Hochadels ist trotz der Zugewandtheit vieler Adelsfamilien zum monastischen Leben äußerst ungewöhnlich. Denn Elisabeth trat nicht, wie ihre Schwestern Mathilde und Hedwig, in ein einflussreiches Benediktinerinnenkloster ein, wo sie eine geistliche Karriere bis zur Äbtissin erbracht hätte, schließlich wurde auch Hedwig 25 Jahre nach ihrem Tod heilig gesprochen, sondern verblieb bis zum Schluss dem weltlichen Leben verhaftet und dabei stark von der noch jungen franziskanischen Spiritualität beeinflusst. Franz von Assisi war erst 1226 gestorben, nur 5 Jahre vor Elisabeths eigenem Tod. Mit Franziskus hat Elisabeth auch den Status der Rezeption der Quellen und ihrer Bedeutung für das anvisierte Publikum im Passional gemein. Denn auch für die Franziskus-Legende greift der Verfasser kaum auf die Legenda Aurea zurück, sondern auf Thomas von Celano Sancti Francisci Assisensis Vitae et Miracula und Bonaventuras Legenda Major. Beide, Elisabeth und Franziskus, gelten als zentrale Figuren für den Deutschorden, so dass der Verfasser gerade für diese beiden Heiligen offenbar Quellen verwendet hat, denen er eine besondere hagiografische Autorität zugesteht, die Jacobus, ohne dabei dessen Wahrhaftigkeitsstatus natürlich anzuzweifeln, mit seiner stark auf die dichterische Präsentation der legendarischen Versatzstücke angelegten Legenda Aurea nicht hat leisten können, aber auch nicht wollen. Konrads von Marburg Summa Vitae war außerdem kaum ein Jahr nach Elisabeths Tod entstanden und stellt damit ein unmittelbares hagiografisches Zeugnis dar, während Jacobus gut 30 Jahre später dichtete. Darin wird deutlich, dass für den Verfasser des Passionals und seine Rezipienten, die Deutschordensritter, jedenfalls für diese beiden Heiligen durchaus relevant scheint, die Legenden in einem historisch authentifizierbaren und greifbaren Setting anzusiedeln, während das etwa bei Antonius gerade nicht der Fall war. Dort hatte der Passionaldichter alle historischen, spezifischen Details, die ihm aus Athanasius Vita bekannt waren, ja gänzlich vernachlässigt, sogar so sehr, dass er das Bogengleichnis aus den Apophthegmata Patrum aus der ägyptischen Wüste kurzerhand in einen europäischen Wald verlegte, in dem Eberschweine und merkwürdigerweise auch Einhörner ihr Unwesen treiben. Überraschenderweise hat der Dichter der Elisabeth-Legende jedoch nicht die vom Deutschorden selbst 1236-37 bei Cäsarius von Heisterbach in Auftrag gegebene Elisabeth wiederverwendet,
sondern vor allem auch die erste redaktionelle Bearbeitung der Aussagen von vier Gefährten Elisabeths konsultiert, den Libellus von 1234-37. Die besondere Verehrung Franz von Assisi durch Elisabeth zeigt sich darin, dass sie auf ihrem verbleibenden Witwengut, vor deren frommen Verzicht sie Konrad bewahrt hatte, wie das Passional erzählt, ein Hospital errichtet, das sie Franziskus weiht. Dieses wurde 1234 vom Deutschorden übernommen, wodurch ein unmittelbarer Zusammenhang zum Rezipientenkreis der Deutschordensritter gestiftet wird. Diese ließen 1235 über Elisabeths Grab eine ihr geweihte Kirche errichten. Ihr hochadliger Background und natürlich ihr karitatives Wirken im Bereich der Krankenpflege passten ausgesprochen gut zum Deutschorden, so dass sie quasi augenblicklich zur ersten Patronin des Ordens avancierte. Ihre besondere Verehrung als Vorbild tätiger Liebe ist bis zum heutigen Tag als Nummer 68 in den Ordensregeln festgehalten. Der beschriebene Sonderstatus im Passional im Hinblick auf den Zusammenhang von Hagiographie und Historizität wird dadurch erklärlich. Der besondere Charakter der Elisabeth-Legende im Passional besteht auch darin, dass, anders als bei den meisten anderen Heiligen, trotz grundsätzlicher Prädestination zur Heiligkeit nicht auf einen Umschlagspunkt hin erzählt wird, wie etwa die von außen evozierte Konversion nach dem Muster Paulus, Antonius und Augustinus auf das Bekenntnis oder den Märtyrertod, sondern dass in jeder der Episoden immer aufs Neue die Tugendhaftigkeit herausgestellt wird, die sich wie bei Franziskus in der durch Selbststigmatisierung bewirkten Imitatio Christi erweist. Wie bei Antonius wird Elisabeths heilige Erwähltheit von Anfang an betont und ihr Leben von klein auf als heiligmäßig gekennzeichnet. Elisabeths Wunsch und Streben nach radikaler Nachfolge resultiert in der signifikanten Spannung zwischen Stigma und Charisma, sowie Inklusion und Exklusion, höfischer Prunk auf der einen, asketisches Leben im Gebet auf der anderen Seite, radikale Selbstaufgabe hier und intensive Zuwendung zu den Kranken und Schwachen dort. Nicht der große Umschlagsmoment, wie etwa bei Augustinus, dessen langen Ringens endlich mit dem Bekenntnis gekrönt wird, sondern die stetige Wiederholung immer des gleichen Wechsels zwischen Stigma und Charisma, kennzeichnet die Legende der heiligen Elisabeth im Passional. Wie bei Antonius schlagen aktive Selbststigmatisierung in passive Gnade des Wunders, der Visionen und der mystischen Gottesschau um. Für die innere Hinwendung in der Abkehr vom Bösen als erster Schritt auf dem Konversionsweg, wie in etwa schon Isidor von Sevilla beschrieben, war Elisabeths hochadlige Herkunft die ideale Basis im Sinne einer beispiellos radikalen Selbststigmatisierung. Einerseits wird gemäß dem in der Regel hochadligen Publikum des Passionals, Elisabeths Adel, wie bei Antonius, dem der höfische Adel eigens angedichtet wird, als Seelenadel begriffen. Andererseits wird der Kontrast zwischen hochgelobetes Kunne, Schönheit und Status zum kontemplativen und karitativen Handeln immer wieder herausgestrichen. Nah an der Lebenswelt der Deutschordensbrüder, die von adliger Geburt, jedoch der Armut verschrieben sind, wird etwa erzählt, dass Elisabeth bei der täglichen Messe nicht ihren ihr zugestandenen, herausgehobenen Platz in der Kirche einnehmen wollte, sondern den sprichwörtlichen roten Teppich mied und die Gemeinschaft mit dem gemeinen Volk suchte. Eine solche Selbststigmatisierung zeigt sich auch darin, dass Elisabeth das reiche Mahl am Thüringer Hof verschmähte und stattdessen nur Wasser und Brot zu sich nahm. Diese wird entsprechend mit einem Bestätigungswunder beantwortet, das an der Wandlung von Wasser zu Wein bei der Hochzeit zu Kanaa erinnert. Als ihr Ehemann Ludwig, der im Passional kaum mehr als eine Statistenrolle einnimmt, es ihr versuchsweise gleich tut, bemerkt er zwischen den beiden Speisen keinerlei Unterschied. Seht! Weil es in Duchte sehen die Wiele, ertrank der beste Wien, den er getrunke lange zieht. Ganz so einfach hat es Elisabeth aber nicht, dem Prunk gänzlich zu entsagen, denn schließlich befindet sie sich mitten in der Welt als Ehefrau eines der einflussreichsten Landgrafen der Zeit mit entsprechenden Verpflichtungen und Erwartungen. So musste auch auf dem Palast und anders war her und da, da ihr der Herre ward gewahr, Elisabeth wohlgekleid gehen mit voller Riechheit. Die Selbststigmatisierung, geschickt vor den Augen der Welt verborgen, als heerendes Kleid unter Scharlachin und Siedengewand, lässt die Heirat mit Ludwig hinter der Ehe mit ihrem echten Bräutigam, Jesus Christus, als äußere, vergängliche Hülle wie eine Verkleidung erscheinen. Auf diese Weise wird die weltliche Ehe, die sich spürbar dem Dichter als Problem darstellt, deutlich marginalisiert und von der geistlichen Ehe überschrieben.
Der Verlust der Jungfräulichkeit grämt Elisabeth zwar sehr, doch horte man sie dicke Klagen, dass sie die Adeline Kuhscheid nicht mit Kindesreine käht, sondern Missewende sollte uns an ihr Ende behalten und also genessen. Verschweigen kann der Verfasser den Ehevollzug aber dann doch nicht. Nu, des mochte nicht gewessen, sie was ein ehrliches Wieb. Ein Vers, der gar nicht so eindeutig zu verstehen ist. Zum einen bedeutet nämlich mittelhochdeutsch ehrlich alles, was Ehre und Ansehen hat. Den Wert der Ehre betrifft also quasi ehrenhaft. Dies bezöge sich dann wohl auf das Ehegelübde, welche zu halten ein Gebot höfischer Ehre ist. Zum anderen bedeutet ehrlich aber auch vortrefflich, herrlich, schön, was ebenfalls nicht abwegig ist, denn Elisabeth und Ludwig sind sehr wohl in echter Liebe einander zugetan. Welcher Grund auch immer hier angedeutet wird, die Lapidarität ist nicht zu übersehen. Der Verfasser mag aus guten Gründen die verlorene Virginität seiner Patronin nicht weiter ausführen. Dass sie Ludwig drei Kinder geboren hat, Hermann von Thüringen, Sophie von Brabant und Gertrud von Altenberg, wird dann schon beinahe selbst zum Mirakel erklärt, denn Elisabeth entzieht sich dem Ehebett und verbringt die Nächte bei der Selbstkasteiung. Die Kinder werden erst am Ende des Textes erwähnt, als sie, selbst völlig verarmt, in die Obhut von Verwandten übergeben werden. Dietrich von Apolda, der seine Elisabeth-Vita schon gut 50 Jahre getrennt vom Ableben der Heiligen und längst nach Abschluss ihres Kanonisierungsprozesses verfasst, stilisiert die Ehe zwischen Elisabeth und Ludwig als Josefs Ehe, wie etwa zwischen Heinrich II. Und Kunigunde von Luxemburg, die aber demgegenüber auch kinderlos blieb, was die Glaubwürdigkeit dieses legendarischen Topos unterstrich. Die Empfängnis dreier Kinder muss bei Dietrich daher als Gnade Gottes erscheinen, die ihr zudem die Schande der Unfruchtbarkeit ersparte. Das Problem der für ein heiligmäßiges Leben erforderlichen Virginitas, gleichzeitigen Erfüllungswillen, dynastischer Kontinuität sowie dem Stigma der Unfruchtbarkeit lässt vorausblicken auf die höfischen, von Brautwerbungsschema geprägten Legendenstoffen wie etwa im Münchner und Wiener Oswald. Ein Umschlagspunkt, nicht im Sinne einer conversio-typischen Erweckungserlebnisses, sondern im Hinblick auf die narrative Einführung und Entwicklung von Elisabeths karitativem Handeln, gibt es im Passional, als Ludwig bezeichnenderweise vom Hof abwesend ist und eine große Hungersnot das Land heimsucht, sich dolies sich schoven an Elisabeth der Frauen ihr tugendliche Heiligkeit. Die anschließende Errichtung des Hospitals am Fuße der Wartburg wird als Elisabeths Gründung hervorgehoben, während die Errichtung eines Spitals in Gotha bereits 3 Jahre zuvor diese zusammen mit Ludwig unternahmen ganz verschwiegen wird. Auf diese Weise wird narrativ ein konkreter Anfangspunkt und ihrer karitativen Aufopferung inszeniert, der allein ihr zugeschrieben wird. Als Ludwig stirbt, wird die zuvor als Selbststigmatisierung selbst hervorgerufene innere Exklusion in der Inklusion als radikal äußere und nicht gänzlich selbst gewählte Exklusion aus der verhassten Adelswelt manifest. Jedoch entscheidet sich Elisabeth nicht, wie es zu erwarten gewesen wäre, für den Moniage, also den Rückzug in ein Kloster oder die Eremitage, eine Klause, sondern ihre Weltentsagung geschieht wiederum als Selbststigmatisierung mitten in der Welt. Der im Passional inszenierte freiwillige Entschluss zum Weggang vom Hof wird realita nicht ganz so frei gewesen sein. Viele Gerüchte ranken sich um einen schwelenden Konflikt mit ihrer Schwiegermutter Sophie von Thüringen. Interessant ist, dass der Verlust von Stand, Ansehen, Besitz, Freunden und Familie als Prüfungen des Teufels, die konventionellerweise durch Conversio dazugehören, beschrieben werden. Nu hob sich an des Wiebes Namm, der vierend mit Ubbeler Tucke, erschuf ihr Ungelucke, das zu Gelucke ihr doch geriert. Insbesondere der Verlust ehemaliger Vertrauter und solcher, derer sie sich selbst einst erbarmt hatte, wird hervorgehoben als Glück, das in privates Unglück, aber dann doch wieder in das Glück der Gnadenerfahrung Christi umschlägt. Das Entsetzen und die Trauer über das Stigma der Erniedrigung, von einer ehemaligen Hofdame in den Schmutz getreten zu werden, schlägt um in freudiges Lachen der charismatischen Heiligen, die sich nichts Höheres hätte wünschen mögen. Elisabeth begibt sich in die Hände und unter die Vormundschaft ihres Beichtvaters Konrads von Marburg, der für seine radikale Dogmatizität bekannt war, keinen Widerspruch duldete und zu drakonischen Strafen neigte. Wie der Libellus berichtet, hat Konrad Elisabeth auch körperlich gezüchtigt, wenn sie sich wohl sündiger Gedanken in der Beichte schuldig bekannte. Einem Gerücht, die beiden hätten eine Liebesbeziehung gehabt, das auch im Passional kurz anklingt, soll laut Libellus Elisabeth ihre Wundmale auf dem Rücken entgegengehalten haben, die ihr Konrad nach ihrer Aussage rechtmäßigerweise zugefügt habe.
Im Mittelpunkt ihrer Heiligkeit am Lebensende steht zum einen die radikale Selbstaufgabe aller früheren Privilegien, vor deren selbstverzehrenden Komplettveräußerung Konrad sie allerdings bewahrt, indem er ihr, als sie sich am Altar dem weltlichen Leben entsagt, ohne jedoch eine Profess abzulegen, zog ihr Hand herabe und hieß bestehen sie an der Habe. Elisabeth war dem Franziskanerorden zugetan und erwog offenbar, in diesen einzutreten. Das ist ein Orden, des ich gehe und bitte uch voller Gewehr, dass ich hinnen vor der Meh von Huse zu Huse geh und muße betteln mein Brot. Doch Konrad verbot solchen Sinn und rät eindringlich zur karitativen Arbeit, wann ihr wohl damit labbet, dir hier zwinget enge Not. Viel ist der Thüringer Landgräfin freilich nicht geblieben. Auf ihrem Witwengut lässt sie in Marburg besagtes Franziskanerhospital errichten, in dem sie bis zu ihrem Lebensende an der Seite ihrer Zeuginnen Elisabeth und Sophie einen hingebungsvollen karitativen Dienst an den Kranken, besonders den Schwangeren und Kindern, verrichtete. Im letzten Abschnitt der Legende steht neben dem karitativen Dienst, der besonders am Beispiel des kranken Kindes offenbar wird, zum anderen der kontemplative Aspekt ihrer Heiligkeit im Zentrum und wird im Begriff der Andacht manifest, welche die Selbststigmatisierung in schwindelnder körperlicher Kraft durch Hunger und Krankheit in das Charisma der wundersamen Gesichte der mystischen Schau umschlagen lässt. Signifikant ist dabei, dass Elisabeth keinerlei prophetische Qualitäten aufweist, keine Verkündigungsambitionen an den Tag legt. Was sie sieht, bleibt ihr Geheimnis allein. Aber dass sie sieht, ist von außen, aus der Beobachterperspektive des Erzählers, als Wunder erkenntlich. So sagt Elisabeth ihren Tod voraus und verharrt lange Zeit im innigen Zwiegespräch mit ihrem transzendenten Bräutigam in der Andacht, dessen Antrag Elisabeth, ob du willst hinnen vor der Sinn mit mir, so will ich wesen auch mit dir und nicht von dir scheiden, sie nach einer Zeit des steten Wechsels zwischen Tränen und Lachen, die als ein Spiel Christi bezeichnet wird, beantwortet. Ja, ja, Herre mein, ist, dass du mit mir und willst sehen, so will ich immer bei dir wesen, deiner Heiligkeit genessen, in Liebe noch in Leide, von dir ich mich nicht scheide. Wie es sich für eine Heilige gehört, verströmt Elisabeths Leichnam einen betörend süßen Duft und an ihrem Grab ereignen sich zahlreiche Wunderheilungen. Dass diese unter der Augenzeugenschaft Konrads von Marburg und des Marburger Ortspfarrers geschehen, ist wohl eher nicht als tatsächliche Authentifizierungsstrategie für die Ohren der Rezipienten des Passionals zu verstehen, was für Legenden auch allgemein eher untypisch wäre, da schon das Genre selbst für die Glaubwürdigkeit der Heiligkeit und der Heiligen, zu denen entsprechende Wunder konstitutiv gehören, sorgt. Vielmehr zeigt Konrads Beisein, dass die Wunder unmittelbar nach Elisabeths Ableben, nämlich noch vor dem Beginn der Kanonisierung, stattfanden, die schließlich während des Prozesses von zahlreichen Zeugen ausgesagt und vom Papst Gregor dem 9. 1235 anerkannt wurden. Insgesamt wurden über 600 Zeugen befragt und fast 200 Wunder verzeichnet. Die offizielle Heiligsprechung geschah bereits am 27. Mai 1235.